Hey ho, willkommen zu der nächsten Adventure Map. Ja, so, wir spielen die Map von Porarix. Ja, ein seltsamer Name. Und die Map heißt Parcours. Einfach nur Parcours. Ich bin mal gespannt. Okay, ich denke mal, sein Ingame-Name heißt Neon Nomomo. Magic Book, ich nehme mal das Magic Book. Ich möchte jetzt nicht so viele Informationen. Hey, danke fürs Runterladen, unsere Adventure Map. Es ist hauptsächlich Jump'n'Run, aber es gibt auch noch ein bisschen PvE. Und wir hoffen, es macht euch Spaß. Wir haben leider ein kleines Problem mit den Spawnen und so. Deswegen merkt euch immer, an welchem Checkpoint ihr seid und benutzt den Spawn-Bug-Teleportraum. Regeln und Tipps: Erstens, ihr dürft Glasscheiben abbauen, immer Bett und Druckplatte nutzen. Auf der Map sind 64 Dias. 2 Punkte, also 128 Emeralds, 1 Punkt, 5 Nether-Sterne, 10 Punkte. Du behältst deine Items, wenn du stirbst. Falls du Checkpoint 6, 7 und 8 nicht schaffst, benutze den Teleportraum, aber versuche es wenigstens. Und bei den anderen Leveln bitte nicht einfach die Checkpoints benutzen. Sechster Tipp für Checkpoint 9: Es gibt nur einen Weg. Ich hoffe, du schaffst es. Jedes Level ist. Ach, mein Gott. Okay, ich lese das auch noch vor. So, jedes Level ist schaffbar. Das Schwerste wird sein, alle Punkte zu finden. Die sind nämlich etwas gemein versteckt. So, gemein mit EE. Dankeschön. Achtens, im Höllenjump-Run gibt es keinen Checkpoint. Also Vorsicht. Wir wünschen viel Glück. Wir haben ca. 24 Stunden gebraucht, um die Map fertigzustellen. Momo und Lara und Sven hatten Spaß und hoffen, ihr werdet ihn auch haben. Okay. Okay. So, haben wir hier schon irgendwo ein Secret? So, ach so, Magic Book. Endlich Teil zu einer Blocks drüber. Ja, das interessiert mich jetzt eher wenig. Ja, dann fangen wir doch mal an. Tür schließen. So, auf jeden Fall ein hässliches Haus. So, Spawn Bug, Teleportraum. Okay, heißt das, ich muss da jetzt schon hin, oder was? Hier einfach mal Checkpoint. Okay, wir haben noch nichts gemacht. Deswegen denke ich, dass wir den Checkpoint auch noch nicht benutzen sollten. Da leuchtet. Ich gehe jetzt einmal zu Lava oder was das da ist. Ah ne, hier ist Lowstone einfach. Okay. So, Spielregeln wurden geändert. Ich sehe gar nichts. Was haben wir jetzt hier gerade für friedlich, immer noch friedlich, okay. Einstiegspunkt von Kamito. Okay, Checkpoint 1 ist das hier. Ah. Okay, dann habe ich den richtigen Weg gefunden. Ich könnte auch einfach die Lianen benutzen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist. Steht ja nicht in den Regeln. Rein theoretisch. Oh Gott, ey. Vor allem, die wachsen die ganze Zeit. Okay, so. Checkpoint 2. Ach man, hier muss ich schlafen. Macht ja nichts. Ja, das erste Jump One war in Ordnung. Opfer Tode. Okay. Nur Push. Ach, die Schneelandschaft ist schön. Guck mal, hier kann ich zum Beispiel die Kiste schon mal nehmen. Ach so, oh nee, jetzt habe ich gar nicht nach Dingsterbumsen geschaut. Egal, Checkpoint. So, haben wir hier sonst noch was? So, die, ja, meinte ja, die sind gemein platziert. Bestimmt hier unter der Treppe, oder? Nein? Da hätte ich es nämlich versteckt. So, auf dem Baum ist tatsächlich was. Ich hoffe, es ist nicht zu böse. Nee, nee, ich hab's ja gefunden. So. Oh Gott. Jetzt habe ich den einfachsten Sprung schon nicht geschafft. So. Die Kiste habe ich. Ja, gehabt. Mann. Jetzt kommen hier die Jump-Man-Skills von mir. Oh Gott, da springe ich auch noch daneben. Ja, okay. Das ist mir jetzt schon wieder peinlich. So, perfekt. Nee, hier ist wohl keine Kiste. Gott, ich hoffe, ich komme da rein. Ja, komme ich. Ach, zum Glück. So, was haben wir hier? Eisenschwert. Ich nehme mal die Eisenschwerter und mal super. Schwierigkeit auf friedlich gesetzt. Okay, Checkpoint. Haben wir den Checkpoint hier? Ja, haben wir. Und dann. Ist klar, ist klar. Ja, ist klar. Was, kommen die jetzt immer wieder, oder was? Ach,
Mann, jetzt hatte ich auch Barrieren hingetan. Oh Gott, oh nee, ey. Hallo? Hallo, wie soll ich das bitte schaffen? Jetzt mal ehrlich. Nee, hallo? Ich schaff das nicht, wenn da so 10.000 Stück kommen. So, perfekt. Erstmal die Kiste. Ja. So, den Schalter. Ist hier sonst noch irgendwo was versteckt? Nein. Okay. Oh Gott. Okay. Das war kein Deckensprung. Dann ist es okay. Friedlich gesetzt. Okay. Checkpoint 5. So. Ich denke, ich muss hier runterfallen. Oh Gott. Okay. Okay. Ach. Das war schon mega heavy. Ach, ja, weiß nicht. Wenn ich eigentlich da schon bin, dann weiß ich nicht, braucht man das schon nicht. Naja. So. So, mega heavy. Naja. Das ist mega heavy. Da stimme ich dir zu. Das war ein Schuss. Boah. Das war ein Schuss in den Ofen. Okay. Ja. Ach Gott. Checkpoint, du hast hier ist kein Checkpoint. Doch, da. Ja, komm, lass dich so. 10 Punkte. Nice. So. Aber ich dachte nur 5 geben 10 Punkte. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall springe ich jetzt da runter. Kiste. So. Naja, mega heavy ist es jetzt nicht besonders. Mist. Ach Mann. Naja. Aber ist schaffbar. Ist auf jeden Fall schaffbar. Sind schon ein paar schwierigere Sprünge dabei. Aber nichts, was man nicht schaffen könnte. Vor allem ich nicht, ne? Okay. So, wieder hier drauf springen. Wieso schaffe ich diesen Sprung nicht? Ah, jetzt habe ich es geschafft. So, komm, machen wir Nacht. Wenn Nacht cool ist. Und fallen runter. Okay. Nee, daher bin ich gekommen, oder? Ja. Ja. So. Boah, Alter, ey. Kack-Zaunsprünge. Wer hat die nur erfunden? Nein! Daneben gesprungen. Boah, ich bin so schlecht im Einschätzen. Bei sowas. So, Einzelsprünge. Sind meistens doch die schweren. So. Gott, ey. Mann. Ach gut, da hatte ich eine größere Sicherheit. So. Oh Gott, riskiere ich jetzt mal lieber nichts. So, zählt nicht als richtiger Checkpoint, nur als kleine Hilfestellung. Ach, danke schön. Danke, danke. Die nehme ich gerne an. Ach, der Mund war schön. Wupp! Gott, ich dachte, ich falle da jetzt runter. Okay. Ja. Okay, neuer Versuch. Muss ich da runter oder da runter? Ich denke mal da. Ja. Oh, wie süß. Ist das ein Checkpoint? Ja. Okay. Ich nehme mal die Milch mit, sicherheitshalber. Ich nehme auch mal dich mit, weil du besser bist. Bann, weiß nicht. Ich nehme, glaube ich, mal alles hier von mir. Außer die Blumen vielleicht nicht. So, Direktschaden. Kuchen nehme ich mit. Nasser Schleimblock kann man auch mal mitnehmen. So, Blumen, ihr könnt wegbleiben. Schwierigkeitsgrad auf normal ges. Oh Gott. Jetzt kriege ich schon wieder Panik hier. Okay, dann. Wie kommt man da rein? Ach so. Ja. Ich denke, ich laufe jetzt mal eben nur schnell darüber. Und hoffe, dass der Weg richtig ist. Scheiße. Scheiße. Ja, Blaze ist auch noch hier. Oh mein Gott, ich brenne. Komm, die Punkte hätte ich ganz gerne. Kann man auch mit Milch Feuer löschen? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, hard fact. Was?
Achso, ich muss hier hoch, okay. Okay, das ist auf jeden Fall very interesting. Sehr interessant. Hier haben wir nochmal einen Spawner, das ist natürlich auch geil. Ja, das ist immer. Oh Gott, ich lasse mich nicht da rein. Und du auch nicht. Ich habe keine Rüstung. Hey, wo muss. Ach, da. Okay, habe ich gesehen. Ach, boah, geschafft. So, friedlich gesetzt. Boah. Aber das mit der Technik klappt hier ganz gut. Okay. Ah, Checkpoint 10. Immer wieder zum Checkpoint-Pilz. Immer wieder zum Checkpoint-Pilz. Hier geht's auf jeden Fall runter. Ach so, das ist der Checkpoint-Pilz, sozusagen. Och Mann. Ah! Das haben sie gut gemacht. Das finde ich gut. So. So. Ah, guck mal, hier haben sie auch noch was rein, noch was Kleines reingebaut. So. Was da jetzt ins Wasser springen? Genau ins Wasser. Da war noch eine Kiste. So, ha. Dich habe ich nämlich noch gesehen. okay. So. Checkpoint 11. Ah, da haben wir einen lachenden Smiley. So. Och nee. Zeit zum Nachdenken. Nein, danke. Möchte ich nicht. Was stand da? Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hier. Ladidadudu. Okay. So. Och Gott, hier sind Hühner und Boote. Ja, ich habe hier so viele Sachen. Ah, ich habe eine Steindruckplatte. Wieso auch immer. Ich nehm die jetzt mal mit. Essen musste ich auch noch nichts. Und Trank des Schadens brauche ich auch nicht. Jetzt nehme ich mir jetzt hier mal ein paar Böte mit. So. Verrottetes Fleisch brauche ich eigentlich auch nicht. Oh, die Milch habe ich auch nicht gebraucht. So. Checkpoint 11 habe ich denn gesetzt? Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, kann man nicht auch hier einfach hier hinten laufen. Aber es ist Super Mario, ne? Ja. Ja, sieht gut aus. So. Mann, Leiter jumpen wollen. Wieso macht man sowas? Um die Leute zu ärgern? Mann, Mann, Mann. So. Boah. Ist echt schwer. Für mich. Nein! Nein! Ja, wie hoch denn, alter Schwede? Mann, ey. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Dass das so lang ist, die Jamboan. So. Wozu jetzt das Boot? Soll ich hier hin? Oh, da ist eine Kiste. Okay, die nehme ich noch schnell mit. So, und sonst gehe ich halt in diesen Notfallraum. Wenn ich die Jump-Man hier nicht schaffe. Aber ich denke mal so 5 Minuten. Mann. Boah, nee, ey. Nee, ey. So. So. Ah, das habe ich geschafft. Boah. Hammeraufgabe hier, ey. So. 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 Und runter. So. Wie soll ich diese Scheiß hier schaffen? Oh mein Gott. Und nochmal den Scheiß, oder was? Oh mein Gott, ey. Nein! Nein! Och Mann. Och Mann, ich hasse Jump'n'Runs mit Leitern. Mann, ey. Mann. Mann, ey. Aber schöne Landschaft. Das hilft mir zwar jetzt gar nicht weiter, aber trotzdem. Gibt's hier keine Abkürzung für diesen Scheiß? Mann, da ist ein Block drüber. Naja, nicht ganz, aber. Oh Gott. Ich trau mich einfach nicht. So. Komm, fahr mich dahin. Ich krieg noch nicht mal das Boot kaputt, damit ich Blöcke hab. Stand in den Regeln, keine Blöcke abbauen. Oder so, keine Ahnung mehr. Och Mann. Komm, Boot. Geh kaputt.
Geh kaputt, danke schön. Ja, jetzt habe ich Blöcke. Jetzt kann ich cheaten. So. Nein! Mann. Jump'n'Run ist nicht so meins. Mann. So. So, gut. So. Okay. Reicht es da jetzt echt? Jetzt baue ich da sowas hin, bitteschön. Bitte noch ein paar mehr Blöcke haben. Dankeschön für neue drei Blöcke. So. Mann, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Tut mir leid. Aber ich hab's versucht. So. So. Haha. Ach mein Gott. Ja, jetzt hätte ich's geschafft, oder was? Alles klar. So. Sind die Blöcke auch wieder weg? So. Und ich muss sagen, der Part hier, der geht. Wohin muss ich hier? Dahin. Okay, dann gehe ich doch lieber hier rüber. So. So. Ah, dann geht's wieder hoch. Gott, ich sollte doch lieber dabei sneaken. Nicht, dass ich gleich einen Ausrutscher mache. So. Das sind wieder einfache Sprünge. Jetzt muss ich da runter. Ja. Dann da hoch. Und dann dahin. Und dann kommt hier noch ein Ecksprung. Ich fasse es nicht. Ich sehe da gar nicht, wo ich hier hin muss. Boah, das war knapp. Tatsächlich. So, boah, das ist wieder leicht. Und ja. Ach, Checkpoint. Ja. So. Wie komme ich? Achso. So. So. Ach man. Scheiße. Statt dass er die Leiter dahin macht, dass ich da einfach direkt wieder anfangen kann. Nein. Man muss ja noch einen Umweg gehen. Okay. Alles klar, Leute. Alles klar. So. Oh nee, boah, was hat der Typ? Was haben die beiden mit diesen scheiß Leitersprüngen? Nein, 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 nein. Och nee, ich will jetzt nicht nochmal das. Oh Mann, ey. Ja, es hat geklappt einfach. Oh Gott. Ich spring lieber dahin. So. Okay. Keine Kiste? Nee, scheint nicht so. Ach so, man kommt da so nicht hin. Hier ist aber eine Kiste. Nice. Boah, endlich mal wieder ein paar Punkte. Ach, hier ist ein Wasserfall. Okay, das hat alles erklärt. So. Boah, immer diese Leitern hier. So. So, schnell die Punkte. Und Checkpoint 14. Oh, jetzt geht's im Nether. In den Neta oder Nessa, wie man es auch immer aussprechen will. So. Ich will halt auf, wenn du tot bist, wieder ganz von vorn. Also aufpassen. Geil. Geil. Erster Sprung direkt verkackt. So, da sind wir wieder. Hi. Oh mein Gott. Ja, hier muss man echt aufpassen. Aber Skeleton ist cool. Nein, F5 war es, ne? Ne, F1. So. Nehme ich das nämlich als Thumbnail. Sah nämlich ganz cool aus. Ah, vielleicht fliege ich dann später nochmal dahin. So. Ach, die Treppe ist echt toll. Mit Löchern auch noch. Erinnert mich so ein bisschen an Dragon Escape. An dieser Nether Map. Och man, von meinem Plex. So. Okay.
Könnte jetzt eigentlich auch ne Kaktus springen auch noch. So, der Sprung ist eigentlich relativ leicht. So, oh Gott, hier habe ich, ich weiß nicht. Ach gut, wir haben wieder ein paar Sachen. So, wäre noch cool, wenn es dann gleich automatisch zusammenzählen würde, weil ich keine Mathe kann. Naja, doch, kann ich schon. Muss ich bestimmt gleich zusammenrechnen. Ich hoffe, es wird dann nicht allzu peinlich. Meine Mathe-Skills. Ich muss sagen, das ist eher so eine Jump-Run-Map, aber die gefällt mir echt extrem gut. Ja, was ist das denn jetzt hier? Ein großes Dingsbums, okay. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Checkpoint. Wieder ein paar Punkte. Boah, hier ist aber dunkel. Ich glaube, es geht in ein Labyrinth rein. Oder? Ja. Du musst sterben. Okay. Ich bin gestorben. Bin wieder hier gespawnt. Also war es doch nicht. Mann, ey. Hat er mich getrollt. Ich hätte nicht sterben müssen. Mann. Oh Gott, hier sind überall Druckplatten. Was? Nein. Ach Mann. Ach Gott. Ich mache mir jetzt gleich erstmal eine Markierung. Ich habe ja hier ein paar Sticks noch vom Boot. So. Wir gehen jetzt als erstes hier rechts. Du musst sterben. Danke. Ja, super. Das ist echt gut. Ja, so gefällt mir das. Jetzt gehe ich hier normal hin. So, hier war's. Da schon mal nicht. Du musst sterben. Geil. Das ist jetzt nicht so geil, wie ich finde. Och Mann. Hauptsache, du musst sterben. Mann, ey. So, also hier war ich. Kommt's jetzt hier dann? Okay, du musst sterben. Nice. Sterben wir halt noch ein paar Mal, ne? Damit habe ich ja kein Problem. Deswegen auch die 28 Tode da rechts. Jetzt weiß ich auch wieso. So, da war ich gerade. Dann versuchen wir es hier. Du musst sterben. Och Mann. Mann, ey. Ich will nicht immer sterben. Ich hoffe, es ist nicht links herum. So. Den hatten wir. Oh Gott, hier geht's noch weiter. Du musst sterben. Och Mann, ey. Ich war so gut mit den Toten. Oh ja. Toll, zumindest kein Jump'n'Run, ne? Ja, jetzt hätte ich doch lieber Jump'n'Run, wenn ich ehrlich bin. Ja, Punkte. Ich hoffe jetzt nicht, du musst sterben. Dann hau ich dich. Ich hab's geschafft. Ah, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Einmal kurz an und aus, um die Clock zu starten. Geht nur einmal, zu nur Clock per Hand starten. Okay, als erstes lese ich mal hier das hier alles. So. Kontaktadresse. Ja. Kleiner Fehler, einfach umblättern. Wenn ihr mehr Maps wollt, einfach einem E-Mail an. Blablabla. Okay. So, oh. Okay, die Clock anmachen. Ich weiß ja nicht, welche Clock, aber wir machen sie mal an. Ach so, wow. Okay, dann ich mein Game Mode. Game Mode 1. So. Okay. Also ich muss sagen, die Map war richtig gut. Fand ich jetzt persönlich. Die Story hatte sie leider keine. Aber das macht ja nichts. Die war echt gut. Ja, die hat mir gefallen. Ich würde ganz gerne nochmal in den Nether. Man wurde ja teleportiert, deswegen habe ich keine Ahnung, wo der Nether war. Aber wir könnten ja einfach mal eben ein Portal bauen. Obsidian. So, da haben wir Obsidian und ein Feuerzeug. So. Dann gehen wir mal eben in den Nether. Und ja, ich würde tatsächlich sagen, ich gebe der Map ein, auf jeden Fall ein A.
Aber ich muss meine Benotung noch ein bisschen ändern, weil ich doch ganz gerne anderes hätte. So, hier ist eine. Ach, guck mal, man wird dann hierhin teleportiert. Ist natürlich nice. So. Ach man, das sieht so cool aus. So, F1 und 2. So, ja. Ich gebe der Map ein A+. Sonst würde ich es doch ganz gerne ändern in Kameto-Noten. Das bedeutet, Kameto besteht ja aus Kameto, 6 Buchstaben. K ist 1 plus mit Sternchen, 2, also A ist 2 dann und so weiter. Deswegen gebe ich der Map ein K, weil die Map, die fand ich richtig geil. Wir machen es mal hier auf dem Skeleton oder im Skeleton. Komm, im Skeleton. So. Ach, hier ist Lava drin. Geil. Ach, dann halt nicht. So. Ein K für Kamito. Oh Gott, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich kann keine Cars bauen. Naja, egal. So, das war's mit der Map. Oh, Game Mode 1. Ach, 0. Ach, egal. Sterbe ich halt in der Lava. Düdüdüd. So, piup. Bis dann. Bis Samstag. Euer Kamito und ciao.